So, ihr kleines Bleiser hier. Willkommen zurück. Ja, willkommen zurück bei Pokémon nach einem grauenhaften Cliffhanger. Ja, so schlimm war der gar nicht. Natürlich war der schlimm. Quatsch, der war total... Ich musste den ganzen Tag darauf warten, um zu erfahren, was wir jetzt splicen wollen. Das wissen wir doch alle. Wir wissen doch alle, was jetzt gespliced wird. Denn jetzt wird in den Pokémon-Rucksack geschaut und ich muss erst mal gucken, wie das geht. Du musst wahrscheinlich erst mal in den Item-Rucksack schauen und von da aus splicen. Ich muss mal ein Splicer-Bag finden. Da. DNA-Splicer in den Items. Ja. Okay. Use. So, wir wollten jetzt unsere Knuffenser mit Hans von Flamm, nicht? Ja, ist die Frage. Stimmt, das war der Versuch, den wir starten. Ja, ja komm, das ist das Erste. Wir können es ja, glaube ich, immer wieder entspleißen. Mhm. So. Ja. Oh Gott. Okay. Also, das ist aber warte mal eben. Ja? Ich habe mir das nämlich mal durchgelesen, wie das funktioniert. Ja? Du kannst es auch umgekehrt machen. Das erste Pokémon, was man anwählt, ist der Körper... Ach so. Und das zweite ist der Kopf. Ist ja creepy. Okay. Das ist, Was ist denn Mankey mit Belly? Okay. Das sieht interessant der aus. Der hat Rasierblätter. Das ist richtig Rasierblätter. Sieht eher aus wie Fahnen. Belly mit Mankey. What? Oh mein Gott. Hat man da einen Kleinstein reingequetscht oder so? Das ist, wenn dein Knuffenser einen Kleinstein gefressen hat. Ja, oder doch dabei ist vielmehr. Okay, ja, weiß ich nicht. Was machen wir denn dann? Machen wir jetzt dann doch... Was passiert denn, wenn du Radfratz und Mankey zusammenwirfst? Wer zuerst? Erstmal Mankey und dann Radfratz. Das sieht creepy aus. Andersrum. Radfratz und dann Mankey. Das sieht noch creepy aus. Ist das dann so ein super angry Radfratz? Also, ich glaube, das würde ich gerne sehen. Ja? Also mit Mankey Kopf oder was? Ja, das wäre dann das ist ein super angry Radfratz. Wenn es sich weiterentwickelt, ist das so ein mega angry Radikal, weißt du? Weiß nicht, okay, wollen wir sonst Radfratz und Mankey splicen? Ja, okay. Wir haben ja noch so viele Möglichkeiten. Komm, dann splicen wir. Ding, 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 ding. Zu viele Schwänze! Ach du Scheiße. Okay, so angry sieht das jetzt aber nicht aus. Sieht aus, als ist es am Heulen, wenn ich ehrlich bin, wenn man so diesen Strich da sieht. Ein Mantata! Können wir dem jetzt keinen Pokonamen geben? Kein Pokémon. Maus-Monkey-Pokémon. Oh, Nose-Quick-Attack. Ich habe keine Ahnung. Anger Point, würde ich sagen. Ja, klingt besser als Runaway. Yeah. Low Kick. Nice. Nice. Delete Move, ja, auf jeden Fall. Was soll denn vergessen werden? Tackle. Tail Whip. Tackle. Quick Attack. Scratch. Ich würde sagen. Rutenschlag, oder? Komm, raus damit. Das braucht doch keine Sau. Yo, wir haben Tiefkick. Okay, ich hab irgendwann diese Fähigkeiten wie Rutenschlag und so doch mögen gelernt, wenn ich ehrlich bin. Was ist denn Leer? Der Silberblick. Leer ist, Brauchen wir nicht. Nix. Kein Mensch braucht Silberblick. Was, Delete? Nein, hab ich gesagt. Nein! Ja, yes. Doch, stopp. Ach so, scheiße. Ja. Ich muss noch lesen, was da steht. Nein. Lies doch, was du tust. Handy, jetzt bin ich doch wieder da. Ja, deswegen sage ich ja stop it. Was soll ich denn stoppen? So, jetzt. Nein. Yes. Oh. Was ist das? Lies. No. Hast du auch einen Silberblick? No. Oder? Yes. Ah, da steht Stop Learning. Ich lese die ganze Zeit Should Learning. Was weiß ich, was ich gelesen habe. Das ist wie diese Leute, die im Pokémon Center stehen und nie wieder davon rauskommen, weil sie die ganze Zeit hämmern. Deswegen gab es diverse Pokémon-ROMs. Alter, was so erlernt das jetzt alles? Fokus-Energie. Fokus-Energie ist super. Das ist cool. Scheiß auf Scratch. Ja. Scheiß auf Scratch. Alles klar. Obwohl, warte, was hat... Ach, jetzt ist weg. Ist auch egal. Das nächste, was wegkommt, ist Tackle. So, das sieht creepy aus. Mantata. Irgendwas
Irgendwas ist da nicht ganz korrekt, oder? Ja, doch, das ist ja die Verbindung aus den beiden Pokémon. Ist ja korrekt. Okay. Dann haben die dafür keine extra Sprites, gut zu wissen. Ja, gut, ich sag mal so. Das wär's dann. Kann man eigentlich jetzt gespleiste Pokémon mit normalen Pokémon splicen? Können wir ausprobieren. Let's splice it out. Use. Das heißt, wir machen jetzt mal das. Achso, dann würdest du anfusen. Okay. Das wollte ich wissen. Okay. Achso, dafür braucht man auch Splicer, um welche wieder zu de-splicen oder was? Okay. Sieht so aus. Gut, wo müssen wir hin? Müssen wir jetzt eigentlich nur noch den Namensgeber finden. Also links war irgendwo unser Rivale. Ich auf jeden Fall erstmal speichern und... Stimmt, mit unserem Rivalen müssen wir auf jeden Fall noch prügeln. Ja. Wir haben drei Pokémon. Aber vielleicht sollten wir während dafür noch ein paar von uns, also unsere anderen beiden Pokémon, ein bisschen hochleveln. Ja, ich wollte gerade sagen, die sind echt mega schwach. Also die können wir gar nicht benutzen eigentlich aktuell gegen den Rivalen. Das sagst du. Guck mal, das ist Level 3 schon. Ja. Total. Nickname. Ach, really? Ach, kann man direkt hier machen. Das ist ja. Oh, wie nennen wir den denn jetzt? Ja, ist halt kein Nintendo-Spiel, ne? Da sind schon mal ein paar geile Features drin, ne? Rattengesee. Das ist jetzt mal Rattengesee. Ah, so. was wollte ich machen? Ich wollte, genau, eigentlich bin ich da reingegangen, um die Position. Eigentlich ist Rattengesicht ja falsch, weil es eigentlich ja ein Menki-Gesicht ist. Ja, eigentlich schon. Aber naja, jetzt ist das so. Wir tauschen bestimmt. Aber es ist ja, ist halt ein Rattenaffe. Warum gehen wir eigentlich nicht hin? Oh. Keine Ahnung. Potion. Jo, wir packen die Potion in unsere Schublade, wollte ich gerade sagen. Es legt die Lotion zurück in den Korb. So, mal gucken, was hier so kommt. Und ob wir es besiegen können. Aber wir sind eigentlich ziemlich krass. Da ein Ratzfatz. Das kriegen wir doch hin. Level 3 gegen Level 3. Oh ja, Kampfattacke. Ja, normal. Kampf gegen normal ist ja super. Ja. So. Fight. Cheap Kick. Super effektiv. Oh, das macht weniger, als ich erwartet hätte. Ja, das denke ich mir auch gerade. Aber es ist super effektiv. Okay. Oh nein, es macht mich immer schwächer. Ah, nee. Mach ich mal angreifbar. Das ist jetzt one-shotet es uns. Genau. Tackle, zack, tot. Wow! Ja, das hat schon viel Schaden gemacht. Alter Schwede. Ich sag dir, du darfst diese Moves nicht unterschätzen. Ja. Kacke, was machen wir jetzt? Gehen wir sofort wieder ins Pokémon-Center zurück? Ja. Ja, scheinbar ja. Das wird ja spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Haben wir nicht diesen Speed-Up-Button, wo wir das Spiel schneller stellen können? Irgendwie ja, besser geht oder so? War das. Dann geht zumindest das. Können auch die Unien leveln, denken wir gerade. Ja, vielleicht treffen wir noch unser alter Feind. Tangela. Haben wir überhaupt noch Pokébälle? Los, Rattengesee! Ich glaube ja. Aber wir. Werden wir nicht mehr für Tangela benutzen. Nee, wenn dann für den Hutu. Erstmal tut's fertig. Haben wir Ruckzuck? Das ist wirklich wahr. Ja, Quick Attack. Natürlich haben wir Ruckzuck. Okay, Glück gehabt. Das war mal ein Radfratz, Marco. Zack, okay. Level 4. So, jetzt sind wir mächtig. Hier kämpft. Ah, und wieder ins Pokémon Center. Oh ja. Zeit für die nächste Training-Montage, ne? Musst du nur noch Eye of the Tiger drunter legen und dann... Wir brauchen EP-Teiler, verdammt. Ich sag ja, das ist das Ja, ich glaube, das ist unser alter Feind. Ich weiß nicht, probier es. Nein, töte es. Dann wird es einfach zerstört. Töte es einfach. Ja. Okay. Ja, vernichte es. Ich mach's mal. Ich hoffe, sie zu heilen, Mann. Low-kick dich selber, du Arsch. Du weißt doch, je länger es sich heilt, desto mehr kannst du drauf eintreten und deine Frustration. So. Oh, oh, oh. Normale Attacke. Gut, geil. Mach ich Quick Attack? Was ist ein Stärker? Kann ich irgendwo sehen, was stärker ist? Ach, Mann. Ah, ich glaube, hier drin nicht. Das ist, nicht das ist ein Feature, was erst später dazu Ja.
Da muss ich ja sagen, das ist bei Schwert und Schild eigentlich ziemlich geil. Man halt auch so sehen kann, wie viel Schaden dieser Attacke macht, etc. Ja, das ist ganz nett. Ganz nett. Ist okay, ganz nett. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt, muss ich ganz ehrlich sein, hier alle Pokémon einzeln zu leveln. Autsch. Bitte lass mich erster. Wenn du Quick Attack hast, bist du fast immer erster. Ach so, okay. Wenn nicht dein Gegner auch Quick Attack verwendet. Mhm. Dann entscheidet der Speedstack, glaube ich. Speedstack! Ja. Wie kannst du bei den Speedstacks ruhig sitzen bleiben? Ah ne, waren Beatsticks. Ich wollte gerade sagen. Ich meine, ja. Kommt dasselbe raus, ne? Ey, auf was für ein Level wollen wir das nicht kriegen? Keine Ahnung, das auf Level 6 oder 7 und das andere auch. Ach du Scheiße. Schöne Hoffnung, dass wir zwischendurch noch einen Hut finden, um zu... Ach du Scheiße. Das Leveln geht doch relativ zügig. Ja, das geht echt. Ja. Ja. Er ist schon zum alten Mann geworden. Ist nichts mehr gewohnt hier. Ich war noch nie so der Fan von Leveln. Aber Leveln ist für mich wie Grind. Das ist dasselbe. Ja, okay. Technisch gesehen tust du nichts anderes als grinden gerade. Dann ist es für mich dasselbe. Benutze ich eigentlich nicht Low-Kick. Low-Carb! Low-Kick weniger Schaden macht als Quick Attack. Ja, auch das macht's nicht. Oder? Ja. Okay. Ja. So. Eins noch, dann muss es noch ein Level haben. Oh, oh, oh. Wechsel mal. Meinst du? Oder? Weiß ich nicht. Könnte sein. Ich meine, das ist ja der alte Trick, ne? Pokémon einwechseln. Also jetzt kann ich wechseln. Oh, wechseln. Nein. Nicht auf Barley. Nein, nicht auf Barley. Das schafft die nicht. Die arme Pflanze wird von dem Vogel zerrupft. Das kann ich dir so sagen. Ja. Aua. Auf den Kopf hat er gesagt. Brenn. Vogel, brenn. So. Ach, ich wollte raus aus dem Gras. Einfach auf Switch. Einfach auf Dings switchen, ja, dann kriegst du auch ein Level up. Das kann man spielen. Weißt du, wie ich damals. Ich weiß noch, wie ich damals. Wie heißt dieses Ding? Scheiß Raupi hochgelevelt hab, ey. Nee, boah, nicht Raupi, sondern. Die zweite Entwicklung davon. Safcon. Safcon, ja. Ja. Safcon, das nur Gärtner kann. Das Scheißviech war mega unbesiegbar, aber Erdner. Ja, komm in ein Pokémon-Center, was kann ich für dich tun? Heil alle meine Pokémon. Danke. Heil Pokémon. Kommst da rein. Tu deinen Job. Ja. Gut, Achso, willst du die Pflanze nicht aufleveln? Ach ja, stimmt. Ich will die aufleveln. Hab ich ja versprochen. Spitz. Zack. In Anführungsstrichen wollte. So. Ein Ratzfatz. Ja, das ist ziemlich stark. Level 4. Dann kann unsere Pflanze eigentlich irgendwas? Oh, Ranken heben. Autsch. Okay, nein, das macht nicht so viel Damage. Ich würd einfach wechseln. Na gut. Gute alte Wechseltaktik. Aber wir kommen ja nur halbe EP. Das. Vielleicht haben wir dann ja schon Glutexo, ja? Ich weiß gar nicht, was war das Glutexo für ein 16. Level? 16. Echt? 16. Ziemlich sicher, dass es 16 war. 16, ich sehe nicht, was für ein Level wir haben mit dem, weil unser Name zu sehen. 10 haben. Nee, 11 sind wir, glaube ich, schon. Mach noch Level 1, alles fertig. So. Nochmal hier. Ach nee, scheiße. Fuck. Oh oh. Das ist okay. 10, okay. Ja, aber fast. Ist dieses Scheißspiel eigentlich so verdammt laut bei mir? Ups, falsche Taste. Bei mir geht's. Ich hab's gerade auch nochmal ein bisschen leiser gestellt. Mach's bei mir auch nochmal ein bisschen leiser. Unwesentlich, aber es ist da.
So. Achso, scheiße. Ich muss mich heilen. Einfach wechseln. Gleich wechseln. Put it to your belly. So, zack. Badam. Oh, so knapp. Komm, den kriegen wir noch. Und Monkey. Ein männlicher Schlüssel. Oder ein Männerschlüssel. Ein Männchen. Oder ein menschlicher Schlüssel. Oh. Der Schlüssel zum Mensch. Mankind. Fuck. Drück mal Party. Wir haben den Ursprung der Menschheit gefunden. Ja, zack. Auch weggefangen. Angepisster Affenball. Zack. Level 11. Grün. Grün. Und wieder zurück ins Center. Ja, aber wie gesagt, ich meine, es war 16 für Glurexo. Und ich glaube 36 für Glurak. Perfekt. So. Wir brauchen Geld. Wir müssen mit mehr Leuten fighten. Aber was für ein Level war jetzt unsere Pflanze? Immer noch 4, oder? Ja, jetzt. Ja. Meinst du, es geht nicht? Ich habe in meinem Leben noch nie Pokémon gelevelt. Ich habe eigentlich nur ein sein, Pokémon. Gibt. Ein Pokémon, das ist ziemlich hoch gelevelt. Und damit habe ich alles fertig gemacht. Das war meine Devise. Was heißt hier? Das ist clever. Du musst. Nein! Das ist faul. Das ist effektiv. Und nicht balanciert. Voll effektiv, wenn du in der Pokémon-Liga dann voll auf die Fresse kriegst. Das habe ich nie bekommen. Weil ich geil bin. Weil ich geschafft habe. Da, hier. Belly kriegt's alleine hin. 64 EP, Level 5. Bats. Na, und jetzt musst du wieder zurückrennen. Level 6. Oh. Bats. Boah, das hat ja richtig was gebracht. Ja. Wir müssen Mankeys platt machen mit Belly. Mankeys platt. Mankind platt machen. Die Mankind, genau. Die Natur gegen Menschheit, wa? Ja. Aber ich sag mal, hier so auf doppelter Geschwindigkeit läuft das Spiel echt geil. So, ja. Belly X. Mankey Divided. Diese Funktion haben sie ja tatsächlich auch in die Remastered-Version von Final Fantasy 7 bis 9 reingebracht. Echt? Ja, dann kannst du das Spiel schneller spielen. Nee, sogar in 10, glaube ich. Okay, ich wechsle. Not besser hier, I guess. Zack! Los, Hans von Flammen! Oh nein! Brauchten wir eigentlich noch einen Flieger? Wollten wir uns noch einen Flieger gönnen? Wollten wir? Ja, eigentlich wollten wir Hutut holen. Stimmt, wir wollten Hutut haben. Aber auf dem falschen noch keins Feld. Wieder aufgetaucht. Vielleicht müssen wir da noch ein Stück weiter zurückgehen. Ich weiß ja nicht, wie die Patches von dem Gras da laufen. Oh, Routenschlag du dich hier mal. Ist halt die Frage, ob das wirklich auch so. Nein, Level 7. So interessant und relevant ist, dass wir hier jetzt durchlaufen durch das ganze Gras und Pokémon-Plan. Oder ob wir da irgendwie sagen, keine Ahnung, Pokémon hochleveln machen wir außerhalb. Ja, können wir auch außerhalb. Weiß ich nicht, weil das ist. Aua. Das ist Aua, sagt er. Kriegt's hin. Pflanze gegen Luft ist nie gut. Das war's. Oh, kritisch. Was? Ich hatte noch ein Leben. Nein. Doch, bei mir ja. Nein. Nur das, der ja, eine Frame, gesehen. Den du gerade noch gesehen hast. Ich wollte gerade sagen, das liegt daran, dass du schlechter so... Frame. Ja. Böser Vogel. Gut. Schlechter Frame und böser Vogel. Oh Mann, ich will ja nur raus hier. Ja, Hans von Flammen, komm, mach den schnell fertig da. Was? Wie kannst du Schweinehund eigentlich noch leben? Das ist Level 50. Das ist ein Hardcore-Radfratz. Hardcore-Fratzratz. So, nochmal Pokémon Center hier heilen. Zack, 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 zack. Zack.
Hat das Spiel eine Tag- und Nacht-Funktion? Bestimmt nicht. Wieso? Wie kommst du denn da jetzt drauf? Einfach nur, weil dann ja auch andere Pokémon rumlaufen. Komm, erst mal. Was macht Belly eben? Ach, Belly ist ja schon 7. Belly ist schon 7. Mein Belly ist schon 7. Belly hat einen Mankey getötet, Marco. Oh, ein Banky. Ich hab fast 2 am Level gekriegt. Zack. So, wir kämpfen jetzt gegen unseren Rivalen. Ja, dann. Ich wollte gerade sagen, Speicher zwischen. Jetzt muss ich den ganzen Grind nochmal machen. Hey, Eggman Fusion. Gehst du auch zur Pokémon-Liga? Oh ja. Vergiss das, du hast noch nicht mal irgendeinen Orden. Die lassen dich da nicht durch. Was ist das für eine Musik? Keine Ahnung, voll nicht rivalisch. Ha, sind deine Pokémon überhaupt stärker geworden? Alter, das ist auch gespielt auf der kleinsten Geige der Welt. Oh ja. Oh nein, Nick Spleitzer! Der eigentlich blau heißt, aber einen grünen Hintergrund. Oh! Oh nein! Scheiße, ich muss gleich umtauschen hier. Oh ja. Hey, nur 2 Pokémon, ja, ist easy hier. Komm. Gleich kommt gleich Level 25 irgendwas. Aua, ich hab's halt in den Augen, das ist unfair. Ich hasse diese Attacke. Oh, ich geh immer in Party wieder rein. Wieso machst du denn immer Party? Weil Party geil ist. So, Pidgey hier weg. Ah, jetzt scratch ich dir nochmal eine bis. Was? What? Ja, Sand in den Augen. Du hast schon gesagt, Sand in den Augen. Ja. Danke. Level 8. Level 8. Hand von Flammen. Zack. Squirtosaur. Oh, da können wir Belly einsetzen. Eigentlich, oder? Ja. Machen wir jetzt auch. Ich weiß nicht, ob das effektiv ist. Ich weiß es auch nicht, weil ist es jetzt... Nee, das Ding ist ganz Wasser. Ja, aber es ist halt auch Wasser. Es ist halt auch Wasser. Probieren wir es aus. Mal sehen, was es sagt. Okay, es ist einfach ganz normal. Scheiße. Stimmt, aber wir haben gar nicht nachgeguckt, was für eine Typ-Kombi hat unser Rattengesicht. Stimmt, das müssen wir gleich nochmal gucken. Ich glaube, Kampf normal war das. Ja. Oder in der Theorie müsste das ja gemixt werden. Ja. Aber welche Sachen werden dann genommen, ist dann auch nochmal die Frage. Das habe ich da auch irgendwie gelesen. Das war ein bisschen komisch. Vom Körper wird, glaube ich, der Sekundärtyp genommen und vom Kopf der Haupttyp. Oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Oh, no, Level 9! Zack! Schon fast so 10, ja. Welches Level wird eigentlich übernommen? Ach, Entschuldigung, jetzt ist es ja gedrückt. Alles gut. Alles gut. Welches Level übernommen wird? Keine Ahnung, wird es nicht addiert oder gemixt oder was? Ist echt addiert? Nee, addiert nicht. Es wird runtergerechnet, wenn wir unfusionieren, ne? Verlieren die Erfahrung irgendwie. So war das. Okay. Guti. Sieht so aus, als hättest du ein solides Team. Aber mit diesen 3 kleinen Pokémon hast du keine Chance gegen die Top 4. Der hat mitgezielt. Alter. Wow. Da haben sie eine Variable gesetzt. Krass. Das kriegen offizielle Pokémon-Spiele nicht hin. Nee. Ich wollte gerade sagen. Du trainierst besser und holst dir noch ein paar Orden. Ja, machen wir. Anyway. Krieg das nie aus dem Kopf. Ne? Anyway. Ich hab gehört, dass die Pokémon-Liga harte Trainer besitzt. Ich möchte herausfinden, wie man an denen vorbeikommt. Vielleicht muss ich ein paar DNA-Splicer nutzen, um Pokémon zu kombinieren und die damit noch stärker zu machen. Oder so. Ich habe einige davon vom Pokémon gekauft. Hier, nimm einen mit.
Oh, danke. Meinst du, ich habe noch nicht gespliced oder was? Du Splasher. Du sollst aufhören, rumzutrödeln und loslegen. Loslegen, losgehen, wie auch immer. Krieg dich später. Seh dich später. Oh yeah. Oh yeah. Der ist viel später gesprungen, als die Klippe war. Krass. Was für ein heftiger Kerl, Mann. Wenn wir da runterspringen, dann kommen wir da nie wieder zurück. Boah, nie wieder. Deswegen gehe ich erstmal... Oh Gott. Ich bin wieder so langsam. Ich muss das Spiel nochmal auf 100 Milliarden Speed machen. Es ist Nacht geworden, ne? Stimmt. Oh, können wir... spawnen jetzt vielleicht Hut-Hut? Sind ja Eulen. Fruit Loops. Hut-Hut. Ich hab Fruit Loop verstanden. Fruit Loops. Ja, du kannst das Hut-Hut auch gerne Fruit Loop nennen, wenn du da spawnen jetzt Fruit Loop? Ja, das wir können mal gucken, ob wir einen Fruit Loop kriegen. Ich habe Fruit Loops noch nie gemacht. Das ist ein Fruit Loop! Oh, siehst du. Kishu. Shishu. Jetzt one-shotten wir sie, weil wir zu hart trainiert haben. Nee, cool, Pflanze muss eigentlich klar gehen. Nicht so gut. Ja, das ist, guck mal, kann ich nochmal einsetzen und dann fangen wir es. Dann fusionieren wir es mit unserem Pflanzen-Pokémon. I beg you. So, jetzt bangen wir das. Oh. Oh. Ich muss ganz ehrlich sein, das Spiel in doppelter Geschwindigkeit gefällt mir. Ist angenehm, ne? Alles anders haben. Ja. Yes. Es ist nicht dieses lange Warten auf diesen Ball. Aber ne, geht viel schneller, angenehmer. So, normal flying. Und ich sag mal so, die Screens sind ja immer noch screenig genug. Nein, ich will da nix, keinen Namen geben. Okay, das passiert ja auch nicht viel, ne? So. Pokémon. Hut-Hut. Nein, ich muss erstmal wieder auf meinen Back gehen. DNA-Splicer, Usen. Und dann will ich mal Hut-Hut mit Hans von Flamm. Das könnte ziemlich witzig Scheiße. Werden. Das und andersrum? Hans von Flamm und Hut. Das würde ich echt gerne sehen, ey. Welches von beiden? Das jetzt. Oh, ja, das hat was. Okay. So ein Glumanda mit Hörnchen. Machen wir das? Machen vielleicht, wir. Vielleicht kann das Glurak dann auch endlich mal fliegen lernen. Ja, machen wir, komm. Alles klar. Verwachst, meine Viecher, verwachst. Oh Gott. Sehr gut. Oh, sehr Gott. Gut. Hutmanda. Oh mein Gott, ein Hutmanda. Fliegend Feuer, ja. Geil. Oh. Lizard Old Pokémon. Das ist schon peinlich, ey. Das guckt so dermaßen derpig, ich finde es. Blaze oder Blaze, Keen Eye? Blaze, definitiv ja. Blaze. Tackle? Tackle? Bestimmt nicht, oder? Wir haben bestimmt bessere Sachen, oder? Scratch, Growl. Scratch, Growl. Growl weg. Ja, na gut. Aber es sind so viele. Aber Smokescreen kann man behalten. Ja, wollen wir Growl lernen? Nein, Mann. Ja, Mann. Nein, Mann. Das war Foresight noch. Das war Weitsicht. Nein. Ja, Weitsicht ist richtig, aber was... Damit scannt man das Gegner-Pokémon. Keine Ahnung, was es bringt. Okay. Geil, jetzt aber Level 8 wieder. Scheiße. Ach. Ja, okay, dann wird da ist irgendwie so ein Durchschnitt. Ne? Da wird dann Durchschnitt genommen. Ah. Aber okay, dann sparen wir uns das Leveln von Hut-Hut so ein bisschen, ne? Ja. Ja, gut, jetzt müssen wir den ganzen Scheiß wieder leveln hier. Ja, stimmt schon. Jetzt ist Belly unser krassestes Pokémon. Auch nicht für ja, gut, das heißt, man sollte die dann aber relativ auf dem ähnlichen Level eigentlich. Ja, doch. Ja, eigentlich schon, ja. Ja, macht Sinn. Will immer wieder vorne haben dann. Ich bin ja echt gespannt, wie sich das jetzt mit den Entwicklungen überhaupt. Warte, was passiert, wenn wir in den Norden rausgehen? Stimmt, haben wir noch gar nicht geguckt, ne? Ja, dann gehen wir nördlich aus der Stadt raus. Was? Das ist möglich. Route 2. Gibt's denn hier? Und die, nur Hut-Hut! Hut-Hut. Da heißt immer noch Hans von Flamm, das ist okay. Ember den Weg. Oh, wir sind nicht mehr so mächtig! Ist
nur eine Frage der Zeit. Sehr gut. Hier gibt's eine Voodoo's. Ich wollte gerade sagen, hier gibt's echt eine Voodoo's. Oder das macht wirklich die Uhrzeit. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. War ja früher auch schon, ja. Früher. Aber faszinierend, dass sie das ja, seit Generation 2. Echt? Echt so lange schon? Die Uhr eingeführt haben, ja klar. Krass. Vorher gab's im echten Leben. Vorher gab's intern in den Spielen ja keine Uhr. Die interne Uhr wurde erst mit Gold und Silber eingeführt. Da crittet er uns eigentlich. Zu ein Arsch. Was so ich damals irgendwann mitten in der Nacht den Gameboy rausgekramt habe, mein Licht angemacht habe und gehofft habe, dass meine Eltern mich nicht erwischen. Was? Bakta? Oh. Fury Cutter? Oh, Fury Cutter war eine geile Attacke. Zornklinge war immer gut. Ja. Aber wir haben noch kein Pokémon, was... Doch, klar. Herr Tang, er hier. Ja. Belly. Ja, Belly ist Pflanze. Meinst, was ist ein Zornklinge sonst? Ja, Käfer. Ist Zornklinge nur ein Käfer-Move? Tiny Mushrooms, okay. Also kann natürlich sein, dass Belly das trotzdem nähren kann. Aber dann haben wir keinen Stab. Jetzt kommt er wieder mit seinem Stab. Ja, Stab. Dann haben wir keinen Rattig, Mann. Stab, das hat er mir letztens auch beigebracht bei Pokémon. Stab Attack ist, wenn dein Pokémon, wie zum Beispiel unser Hutotier, unser Hans Flamm, der ist ja Feuerflug. Und wenn du Angriffe hast, die den gleichen Typ haben wie dein Pokémon, dann macht das 20% extra Schaden. Ach, die Geschichte. Oh Gott! Streberatsch! Voll der Spinner! Ich will ein Pokémon mit einer Brille. Scheiße, das hätten wir mit Huthut verwischen müssen. Da hätten wir einen Streberatsch. Machen wir besser keinen Feuerangriff. Ansonsten. Ja, sonst gleich weg. Du willst es auf jeden Fall fangen? Ach, warum nicht? Okay. Oh, gib ihm. Ich meine, du kannst es ja immer noch fusionieren. Wir müssen nur unseren Hans von Flammen defusionieren. Ja. Und uns noch einen Splicer kaufen dafür. Bug Poison. Nein, kein Nickname. So. Aber was ich nochmal wieder mache, speichern. Jo. Das ist immer sicherer. Ich sollte aber nochmal wieder. Ja, ist jetzt die Frage, wo gehen wir lang? Oben oder unten? Na, oben geht's wahrscheinlich weiter, ne? Unten sieht nicht so aus, als würden wir da noch wieder zurückkommen, wenn wir da runterspringen. Na, da war so ein Point of No Return, ne? Na gut, aber wo kommen wir dann hin, wenn wir da hingehen? Irgendwann müssen wir wieder. Dann sind wir in der Top 4. Achso, dann sind wir durch. Wo ging's nochmal hin, wenn man da hingelandet ist damals? Ich komm nicht drauf. Ich kaufe uns nochmal Sachen, oder? War das nicht sogar irgendwie Endgame da hinten? Ich glaube ja. Ich glaube, da kriegen wir nur auf die Fresse sonst. Haben wir eigentlich schon eine Karte? Ich glaube ja, oder? Was wir gleich haben wir. Pokéball. Wir haben noch 6. Ja. Nimm mal ein paar von mir. Ich hole mal 4. Dann sind wir wieder auf 10. Und dann nehmen wir noch ein paar Splicer. Ja, wollen wir 2 Splicer kaufen? Dann haben wir doch. Ja, nimm 2 Splicer. Dann haben wir noch, komm, dann haben wir noch 3 und dann läuft das. Nein, ich bin nix Fan. Common Animal, it can be sold for small parts. Aha. Oh. Oh. Auf der Beine. Hm. Kann man die echt nur verkaufen? Wahrscheinlich, oder? 200? Das ist gar nicht so schlecht. Wollen wir? Ich wollte gerade sagen, das ist ganz cool. Mach mal. Mach raus. Poison, okay. Poison ist echt billig, aber egal. Macht nix. Alles weg, was keine Miete zahlt hier. Da können wir unter die Pilzsammler gehen. Oh ja! Das ist sowieso ungewöhnlich, dass man Sachen verkaufen kann. Das haben die wahrscheinlich auch da einfach nur reingepackt. Wo ist denn diese Scheißkarte? Da, Town Map. Nee. Doch. Okay, wo sind wir? Hast du Kanto und Johto? What? Johto? Yep. Kanto? Savilands? Okay. Ja, aber wo sind wir? Wir sind in Kanto. Das weiß ich. Viridian City. Irgendwo bei Route 1, Route 2, da. Da, Viridian City. Da sind wir. Oh, dieses Ding zu kontrollieren ist echt grauenvoll. Ja, du solltest vielleicht das Spiel auch wieder auf langsam stellen.
Nee, es ändert nichts. Es ist nur. Das Ding kann man echt scheiße kontrollieren mit Pfeiltasten. Viridian City, Route 2, Pewter City. Ach, das heißt, hier kommen wir auch rüber nach Johto? Ganz so aus, ne? Weird. War das schon immer so? Nein. Ich dachte immer, Johto wäre südlich von Kanto, aber okay. Pallet Town, Cinnabar Islands. Was sind diese kleinen gelben Punkte da? Arenen? Keine Ahnung. Fukushima. Würde doch Sinn ergeben, wenn das Arenen sind, oder nicht? Möglich, möglich. Aber gut, dann hätten wir hier jetzt auch auf jeden Fall eine. Na gut. Sind wir hier schon drin? Ja. Ja. So, okay. Ihr würdet sagen, oben lang, dann gehen wir oben lang. Der klassische Weg, ne? Das ist der Weg. Der klassische Weg. Um bei den Mandalorianern zu sein. Raupi! Brauchen wir Raupi? Nein. Lieber, ich glaube auch nicht. Ich will nicht so ein Standard-Pokémon. Auch wenn ich ganz ehrlich sein muss, natürlich, ich möchte gerne eigentlich sehr viele Kombinationen sehen. Ja, aber ganz ehrlich, man muss auch sagen. Was? Schnabel. Peck. Tackle oder Scratch? Brauchen wir Smokescreen? Ich würde es noch behalten wollen. Wenn du wirklich mal irgendwas hast, was tausendfach schneller ist als du, ist das mega angenehm, wenn die dich nicht jedes Mal treffen. Na gut. Ja. So ein bisschen Utility sollte man ja dabei haben, wie ich finde. Und Pokéball. Oh, geil. Hast du noch ein Spinn-Pokémon? Ach komm, das plätten wir auch mal mit. Das ist ein Level-Up hier. Ja, wegbrennen. Nee, aber ich wollte, was ich gerade sagen wollte. Wir müssen ja nicht alles machen. Das können die Leute auch draußen machen. Nee, können auch noch das Spiel spielen. Ladet es euch runter und spielt es. Ja, kostenfrei. Eben, kann man sich einfach downloaden. Oh, Kukuna. Kukuna finde ich wiederum interessant. Mit Bibor? Nur wenn wir es als Bibor, ja. Nur wenn wir es vorher als Hornbio haben. Ansonsten wird das wirklich asozial zu lernen. Stimmt, ja. Meinst du? Ich glaube, es hat keine Ahnung. Das Arschloch hat nur Härtner sonst. Ja gut, aber musst du sowieso oder irgendwann mit der Ezuko fusionieren. Direkt. Kannst du natürlich auch machen. Aber dann kriegst du halt sowas wie Giftstachel kriegst du dann nicht mehr. Soll ich es fangen? Von mir aus. Wir haben gerade einen Pokéball gefunden. Ah, oh, dann hau rein. Welches Pokémon ich auch auf jeden Fall mitnehmen wollen würde, wenn es denn finden ist, wäre ein Abra. Abras sind auf jeden Fall drin, weil die ersten zwei Generationen sind komplett drin. Ja, aber wenn wir eins finden, ich weiß noch, wie asozial Abra zu fangen ist, deswegen. Oh ja, wenn es jetzt beim ersten Mal nicht hast, haut's ab. Gut. Der wird weggeballert. Der wird wirklich weggeballert. Oh! Toll, cool! Meine Käfer-Pokémon! Was? Ja, schau dir meine coolen Käfer-Pokémon an. Mach ich. Oh, was ein wunderschönes Käfer-Pokémon. Das sieht ja weißt toll du, aus. Wir sind tief im Wald und haben einen brennenden Dino. Eine brennende Eule dabei. Brennende Dino-Heule. Weeren? Achso, das ist wahrscheinlich ein Fusion-Pokémon. Ja, ja, aber von Weedle, was? Weedle und Nidoran. Ah. Ach, Weedle ist ja Hornbio, stimmt. Das sieht ja gar nicht mal so doof aus. Ich wollte gerade sagen, das sieht schon fast nicht mehr aus. Pack das mal. Das geht natürlich auch. Super effekt. Super effekt, ich war kritischer jetzt. Nice. Bam. Nicht so schön, ist er wieder ein bisschen. Caterpie. Nein, komm, wir bleiben jetzt bei ihm. Das wird alles weggebrannt. Das bleibt alles, wie es ist. Ob du willst und nicht. Oh, gegen den Trainer könnten wir ein geiles Rematch machen, falls er will. Machen ja, die warum das? Nicht? Ja. Oh, der will sogar. Ah, nee, was? Nice. Er heilt uns. Nee, okay. Er hat sich selbst gerade geheilt und will jetzt nochmal fallen. Ach so.
Ja, das ist ja auch geil. Nimm ihn aus! Ember. Wie funktioniert das? Keine Ahnung, du sollst nach dem Kampf vielleicht noch einmal speichern. Aua. Ja, okay, je öfter wir ihn töten, desto stärker werden wir ja auch. Nee, lass mal ruhig. Okay. Aua. What? Das ist nicht gut. So. Level 11. Wir sind wieder Level 11. Aber wir werden... Vielleicht sollten wir doch wechseln. Nein, wir kämpfen bis zum Tod. Einmal noch, guck mal hier, einmal Ember verlierst. Zack, siehste. So. Na, gut, gleich nochmal. Ja, aber nicht sofort. Ich glaube, da müssen wir einmal zum Center, ne? Ja. Oh ja, oh Gott. Oh nein, es ist gestorben. Ist mega geil. Macht wieder nichts. Wollten wir eigentlich unser Gokuna jetzt fusion oder nicht? Weiß ich gar nicht. Wenn ja, mit was? Ja. Oder wir setzen uns an erste Positionen tauschen durch. Lass mal reingucken. Was haben wir denn gerade? Wir haben noch einen Weberak, wir haben einen Kokuna. Im Knuffenser halt. Ein Knuffenser. Kokuna mit einem Weberak? Kiefer. Ja, aber es könnte voll eklig aussehen. Das könnte interessant sein. Ich meine, zur Not kann man immer einmal vorher speichern und gucken, was dabei rauskommt. Use. So, ich will mal auf jeden Fall sehen, was passiert. Okay. Na gut. Das ja, okay. Sieht irgendwie so aus, als würde gar nichts passieren. Und da kriegst du ein Horn. Guck mal mit dem Horn. Ja. Was ist das? Das ein bisschen Gras. Ich wollte gerade sagen. Das hat wahrscheinlich aber nur so riesige Augen jetzt. Ja, weiß ich nicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich mir auch nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Bibor mit irgendwas fusioniert ganz geil ist. Ja, deswegen, also sollten wir vielleicht nochmal gucken. Spider-Bee wäre am Ende ganz geil. Like. Boah, pervers, ey. Spider-Bee. Ja, ist sowieso die Frage, wie das dann ist mit dem Entwickeln. Wann und in was die sich entwickeln und entwickeln sich die Formen, mit denen die gespliced sind, eigentlich auch? Muss ja. Wir werden es bald erfahren, denke ich. Sehr strange. Sprichst du ihn nochmal an? Nochmal? Ach, wollen wir mal was erreichen hier? Mal vorankommen. Ich will die ganze Zeit gegen den einen Typen kämpfen. Ja, zack, Erfahrung. Hier ist ein Baum, wir brauchen Zerschneider. Überall Zerschneider-Shit. Zack, noch ein Pilz. Antidote. Aha. Du kannst da rechts noch rein, glaube ich. Noch Pilz. Wir laufen erstmal hier durch den Wald. Und sammeln Pilze. Denn Pilze sind zum Sammeln da. Valerion, Schubert. Oh, das müssen wir fangen. Ich wollte gerade sagen, take it. Könnte ein Ember überleben auch, aber ich mache erstmal Scratch. Ja, Scratch ist ey. Scratch it. Scratch it und Clank. Ach du Scheiße. Ja, bald. Wow, eigentlich müssten wir dann ja... Wollten wir nicht eigentlich einen Glumanda mit einem Zubat fusionieren? Können wir, oder? Ja, dann müssen wir wieder auseinanderballern, ne? Ja, wir verlieren dann ein bisschen Erfahrung, aber ich fände das schon geil. Ich fände das auch ziemlich cool eigentlich. Ein Zumanda. Ja, komm, lass das machen. Ja, oh Mann, müssen wir schon wieder leveln. Und es kostet... Nein, das will ich nicht. Bitte. Du sollst die Viecher keine abreichen. Ach, wir sind Level 11. Aber warte mal, ich kann es nicht entspleisen, weil wir... Achso, wir haben keinen Platz, ne? Genau. Stimmt. Was passiert, wenn ich das hier... Das nochmal fall? Achso. Kann gut. Nicht.
What the fuck? Pervers. Okay. Sieht fast allein aus die Vorstellung Venom, ist schon creepy genug. Ich reiß nicht. Ist es Graf Dracula anscheinend? So. Okay. Ich weiß nicht, ob ich sehen will. Eine Spinne mit Flügeln. Alles klar. Das okay, das könnte witzig sein. Ja, ist jetzt die Frage. Scheiße, wollen wir jetzt nochmal eben zum Poké-Center? Ja, wir sind ja fast bei der nächsten Stadt. Ich glaube auch, wir sind schon fast beim nächsten. Na gut. Den sind wir auch. Ich habe da oben den Ausgang schon gesehen. Ja, stimmt. Boah, noch ein Knu-Knuna. Knu-Knuna? Knu-Knuna. Ich ember ich weg. Außerdem, eigentlich sind bei uns ja alle ziemlich fit auch. Ja, ja, fit auf jeden Fall. Mir ging es ums Poké-Center, um mal eben schnell einen Pokémon auszulagern. Oh, Käfer-Pokémon sind total toll. Komm, ich zeig dich hier. Ich hau dir auf die Fresse. Caterpie. Oha. Oh mein Gott. Taubsi. Das ist ja Taubsi mit Raupi. Oh mein Gott. Ich brenne nicht weg. Sowas muss weggebrannt werden. Das, ich meine, es sieht nicht hässlich aus. Nee, hat aber was. What the fuck? Wird auf jeden Fall ein interessantes Kokuna werden, ne? Ich wollte gerade sagen. Zack, hast du dann am 12. Ende zwei Paar Flügel? Sehr geil. Das war schon. Mehr hast du gar nicht. Loser. Nix drin. Oh. Oh. Aha. Oh, dann vorsichtig sein, okay. Einfach nach den Pilzen zu jagen. Aha. Die fetten Pilze sehen halt genauso aus wie die giftigen Pilze. Okay. Das ist doch egal. Verkauft sie beides gleich. So. Gibt's da unten neue Pokémon zu fangen? Hey, hey du. Hm? Willst du was wissen? Was? Ja, nein. Ja, ja, ja. Ich mach hier hart Arbeit, ja. Aha. So ist das. Oh, du meinst hier Friedhof? Ah ja. Du meinst Tierfriedhof? Tierfriedhof, definitiv. Oh ja. Motherfucking Huthuhn. Level 2 Huthuhn. Weggesnackt, komm, hier weggescratcht. Warte, das hat nicht gereicht, schade. Ich hätte gleich mit. Mach's Krabbe weg. Einfach ein Scratch. Fromse Scratch-Bahn. Gut. Dann gehen wir jetzt erstmal zum Pokémon Center. Ah. Oh. Oh, hier ist Party, ey. Oh, da rechts ist Dings. Wird der nicht zu. Kickli, Nocturne meine ich. Kickli, Nocturne, ja. Oder Capoeira. Oder Capoeira. Echt? Ah. Ja, ach ja, stimmt. Capoeira ist ja auch die richtige Version. Den gibt's ja wirklich. Nee, ich dachte, Capoeira wäre auch so ein Baby-Pokémon, was davor war, aber. Weil irgendwie so bei Capoeira wird zu Kickli und das Viech zu Nocturne, aber stimmt ja. Pokémon Storage. Dorage. Deposite. Deposito. Na 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 na. Ja, was wollen wir erstmal? Die Frage ist, wen wollten wir mit wem jetzt noch fusionieren? Wir wollen auch das jetzt mit unserem. Glumanda? Glumanda erstmal. Stimmt. Wir wollten Huthuhn und Glumanda defusionieren und Zubat und Glumanda zusammenschmeißen. Ich store jetzt erstmal Arachne hier. Ja. So, und jetzt wird gespliced. Back. DNA-Splicer. Use. Einmal, um das hier aufzuheben. Ja? Ja? Achso. Okay, sind beide auf Level 9, das ist okay. Und jetzt Zubat und Charmander. Sicher nicht andersrum? Charmander. Okay. Ja, definitiv andersrum. Ja. Alles klar, mach ich. Okay. Dip, 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 es kommt so ein blaues Glumanda raus, wetten. Irgendwie sieht das aus wie ein Walfisch oder ein Delfin, was ich da gerade gedreht habe. Oha. Oh, what the fuck? Heilige Scheiße, das ist irgendwie schon cool. Das ist irgendwie was ist mit der Flamme passiert? Ja,
Ja, der ist tot. Nee, Sumanda war richtig. Zuländer. Poison Fire. Poison das Fire, ist das ist meine. Ich wollte gerade sagen, das ist, wir müssten das jetzt eigentlich Julian nennen. Okay, Blaze oder Inner Focus Blaze. Blaze. Ja. Life Leech, was? Cool. Supersonic. Ja. Oh. Vielleicht, warum nicht? Man kann es gegen Growl tauschen. Was haben wir denn sonst? Leech, Life, Ember, Growl, ja. Hau weg. Growl braucht kein Mensch. Ja, nice. Das ist okay. Jetzt halt nur Level 7. Oh. Ja, gut, aber... Also müssen wir uns das echt überlegen mit dem... Ja, nicht immer wieder auseinanderreißen, auf jeden Fall. Ansonsten bringt uns das nicht weiter, sonst kommen wir nicht voran. Ich hab dich mal in Tyrok? Keine Ahnung, wie das im Deutschen heißt. Wow. Menki? Du musst gegen einen Menki tauschen. Ja, ich hab keinen Menki. Nee. Nicht mehr als mit. Aha. Center ist weit mehr besucht. You can do it, ratata. Ratatatata. Mit genügend Training können wir Brock besiegen. Wer ist Brock? Brock ist der Arena-Leiter wahrscheinlich. Oh ja. Brock, ich habe versucht, gegen Brock ganz viele, ganz oft anzutreten. Aber er ist so krass tough. Aber ich komme hier immer wieder her, um meine Pokémon zu heilen. Das heißt, wir müssen jetzt sowieso erst nochmal trainieren. Oh, oben ist ein Pokémon-Händler. Ach, ein Pokémon-Laden? Was? Nee, wow. Pokémon Trading Center. So, zack. Aus dem Weg. Sah gut aus. The more budget you get, the more wonder trades you're allowed to make. Okay, mit mehr Abzeichen können wir auch mehr Wundertausch vollziehen. Was ist denn aber... Geht das online, das Spiel? The Update Man. Update Man. Anything I can help you. Fix Game Adventure Options. Okay. Advanced Options, was ist da? Haben wir es wirklich? Randomizer. Ach so, die. Randomizer ist für später. Wenn du Spiele einmal durch hast, kannst du auch noch eine Randomizer-Version starten. Echt? Jetzt noch nicht? Okay. Nee, ich meine jetzt noch nicht. Was heißt denn das? Das heißt, dann sind auch Pokémon draußen schon gesplant? Naja, dann werden die Trainer gerandomized und die Pokémon, die draußen rumrennen, werden auch gerandomized. Also ist nicht mehr. Jetzt im Moment ist ja festgelegt, was wo rumrennt. Und das ist dann nicht mehr der Fall. Ja, sollten wir erstmal auch so machen. Finde ich jedenfalls. Ja, vielleicht ändern wir es später. Ja, vielleicht machen wir es auch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch doch. Ich finde Randomize interessant. Ja, aber dann Randomize geht die ganze immer super. Erfahrung. Ja, ich glaube, aber wir müssen jetzt nochmal leveln, weil sonst kriegen wir echt auf die Fresse bei Rocco. Ja. Rögge. Tierrögge. Ja. Ach stimmt, scheiße, wir brauchen irgendwie Wasser-Pokémon. Oder nee, was ist sonst auch gut gegen Stein? Ist Blatt. Ja, Blatt. Aber haben wir noch. Müssen wir aber auf jeden Fall dann nochmal leveln. Oh, wir gucken, ach, wir müssen einfach nochmal in den Wald gehen. Ich wollte sagen, wir gucken, ob die Trainer Rematches anbieten. Ja. Ja, Trainer-Pokémon bringen viel mehr Erfahrung. Und Geld. Und haben die Geld. Geld, ich weiß nicht, ob die bei Rematch auch Geld gegeben haben. Ja, sollen ich sie. Glaube ja. Leute. Ey, bring ihn an. Yes. Ja, irgendwas. Dann heil deine so, Pokémon. Ja, die wollen. Los. Der hat ja nur das eine. Ach ja, stimmt. Level 9. Das wird auch Sumanda. Zack. Aber wir können es verbrennen. Opa! Wieso wieder nur das? Alter Schwede. Ach, Screenshots. Useless. So. 84. Bam. Astonish. Was ist das? Astonish. Geist. Ghost Type. Attacks target while shouting in and starting fashion. Sogar flinchen, das ist natürlich geil. Okay. Supersonic. Supersonic ist gut eigentlich. Könnte. Ja, ich würde Scratch vielleicht kicken. Ja. Alles klar.
Also Scratch oder Leech Life. Weil Leech Life ist auch nicht so gut. Soweit ich mich erinnern kann zumindest. So, Bugsnacker ist kaputt. Können die nochmal? Ja, wir gehen erstmal mal zu den anderen. Mauzi. Mauzi ist gut. Mauzi hätte ich gern. Ja, ist doch nicht. Ich glaube, das ist wirkungslos. Ach ja, stimmt, ist normal. Fuck. Wie du. Ja, ist gut, aber ich wollte es einfach nur sehen. Ah, Life Leech noch einmal. Ja. Machen wir. Kriegen wir hin. Ja. Schön. Soll ich's fangen? Ja, hau rein. Keine Ahnung, warum nicht? Schön. So ein Kukuna-Mauzi könnte auch interessant aussehen. Meinst du ein Kmauzi? Dubilikat-Bibo. Dubilikat. Das stelle ich mir sehr strange vor. Super so, abgefuckt, aber... Snubilibo. Ja, scheiße, aber fürs Ansplicen brauchen wir ernsthaft auch dann jedes Mal ein eigenes Splicer natürlich. Oh, wieso denn Ansplicen? Hä, haben wir eben gerade ja gemacht. Ja. Das ist schon fast cool. Was denn? Das ist dann so ein eingepacktes Mauzi. Ach so. Oh Gott. Oh Gott. Aha. Okay, das sieht creepy aus. Das ist ja richtig creepy aus. Das sieht doch schon fast aus wie Sneebel, Alter. Okay. Oh Mann. Ja. Nee, was ich eben gerade gesagt habe, Marco, dass man beim Ansplicen ja auch noch immer wieder was ausgeben muss an Splicern. Ja, das ist richtig. Das ist gut. Aber das haben wir ja jetzt gerade nicht vor. Nee, aber wir haben es gerade gemacht, deswegen haben wir noch einen Splicer. Ja. Das ist nicht so geil. Das noch ein. Ach, da war auch noch ein Trainer, den haben wir noch gar nicht gehabt, ne? Nee, wir sind auch nicht nach rechts rausgegangen. Wir können auch nochmal nach rechts gehen. Alles einfach wegbrennen, alles wegbrennen. Noch habe ich AP genug. Ach, schon sind wir wieder Level 9, das geht doch schnell. Ja, ist okay. Ein Pokémon von 6. Oh Gott. Oh mein Gott. Weebat. Ich meine, das sieht gar nicht scheiße aus, wenn ich ehrlich bin, aber ja. What the fuck? Zack. Am Leben gesaugt. Bringt nicht so viel, schade. Ah. Ja, ein KP. So. Nice. Haben wir noch eins? Caterpillar. Oh, okay. Oh Gott. Hier bleibt. Gruselig. Ah. Das hat schon wieder was. Ja. Das wird weggebrannt. Bam. Achso, ich kann jetzt nochmal ansprechen, dann wieder nochmal, oder was? Nee, gerade nicht. Ich fahr jetzt erstmal nach rechts raus. Ich glaube, er wollte tauschen. Ja. Was? Er wollte tauschen. Ach, traden wir? Irgendein Bug-Pokémon und gibt dir irgendeins von seinen Pokémon. Caterpillar oder Weebat? Wir wollen gar keins von seinen. Kann nicht mehr aufhören. Cancel das. That's wir könnten den Kukuna geben. Verstehst du jetzt? That's too bad. Ja. Andererseits könntest du ihm deinen Kukuna geben und sein eines Zubat-Weedle-Ding einfach auseinandernehmen. Und dann? Aber da brauchen wir schon wieder einen Splicer. Ja, das ist meinst du, das ist effekt- also stärker? Zwei Pokémon führen? Ja klar, du hast dann später einen Kukuna mit Poison Sting. Das hat andere Werte. Kukuna was angreifen kann, kannst du besser leveln. Ja, aber dann kann ich auch lieber unser Kukuna splicen. Fuck. Oh no. Fuck. Was war das gerade für eine Fehlermeldung? Ich speichere mal eben. Ja, speichere mal. Was war das für ein Fehlermeldungsfenster, was Gott sei Dank nicht gefehlermeldet hat?
Ich weiß es nicht, aber deswegen ganz schnell speichern. Not again. Also derselbe von vorn wieder. Ach, scheiße. Ja. Das wäre ja nett, wenn die dich auch heilen würden. Ne? Ja, eben. Das wäre ganz geil. Ich dachte, das machen die. Nein, die heilen sie nicht. Aber weißt du was, ich kann Ember. Ja. Almost. Zack, komm, gib mir deine Energie. Führe sie mir zu. Nee. Zack. Ich würde gerne mal Astonish ausprobieren. Okay. Ach nee, ist auch normal, scheiße. Weiß ich nicht, es ist keine Ahnung. Also Nidoran ist normal. Nidoran ist normal, ja. Ah, okay, stimmt. Also sicher, ja, sicher. Das ist wenn dann auf jeden Fall nicht effektiv. Aua. Life Leech? Ah, scheiße. Normal Life Leech? Das war jetzt nicht. Das macht nur einen Schaden. Was macht nur einen Schaden? Life Leech? Ja. Du hast auch nur ein Leben wiedergekriegt, deswegen machst du noch einen Schaden. Ach so. Da hast du recht. Du hast vollkommen recht. Ja, komm, ich will mal was anderes sehen. Mutu? Nee, Rattengesicht. Ja, Rattengesicht. Hier, los, Rattengesicht. Du bist dran. Fight, Rattengesicht. Mach mal Low-Kick. Ein Tritt auf die Raupe, Rattengesicht. Oh. Oh Gott. Oh shit. Schaden. Okay, Party, los, du bist dran, zum anderen. Stimmt, der heißt nicht mehr Hans von Flamme. Stimmt, der heißt nicht mehr Hans von Flamme. Was? Achso, weil wir es andersrum vielleicht? Nee. Doch, kann sein. Oder weil wir Endfused haben? Das kann natürlich kann sein. Auch sein. Ja, stimmt, ich glaube wahrscheinlich, weil wir Endfused haben. Okay, könnten wir ja noch umbenennen. Ne? Ja, er ja, wird wieder Hans Flamme. Oder Julian. Nix mit Julian, ich nenne meine Pokémon nicht Julian. Wie sehe ich denn aus? Pokémon. So. Ich Zumanda. Weiß, wie du aussiehst. Nickname. Wenn ich dich jetzt beschreibe, könnte man dich auf der Straße erkennen. Verdammt. Das Ding heißt Hans. Hass. Hassflamme. Oh Gott. War das nicht ein Fun? Dachte ich auch. Hans von Flatter. Von Flatter, oha. Oha. Das ist Wolf. Oh, das ist jetzt Hans von Flatter. Gut, wir gehen nochmal nach oben rechts raus. Ne, konnten wir gar nicht. Ach, hier ist zugeschlossen. Aber da kann man noch rechts durch, oder nicht? Ne, hier ist zugeschlossen. Durch die nicht zwischen den Bäumen durch? Die Sprites sehen so aus, als würde das passen. Ah, okay, dann nicht. Mein die Fehler. Sprites sehen so aus, als würde das passen. Er richtet sich danach den Sprites. Ich. Immer. Hans von Flatter, los! Weite dich mit Ember durch! Putsch! Ja, geil! Was denn? Nee, wir brauchen echt Trainer-Battles, ey. Ja, aber anscheinend kann man die ja unendlich oft machen. Ja. Ja, ja, gut, aber... Das ist auch nicht schlecht. 41 XP ist jetzt auch nicht so viel schlechter als ein Trainer. Oh, Leute. Ein Horndil. Ich brenne einfach jedes Pokémon hier im Wald weg, was mir in den Weg kommt. Ja, einfach alles abfackeln. Ja, hinter uns so eine Spur aus brennenden Insekten. Ich muss aber jetzt nochmal ins Pokémon Center. Langsam gehen mir die AP aus. Aber man merkt, dass es mit dem RPG Maker gemacht ist, weil gerade wie die hier langläuft, man dieses dit. So rennen die in den alten Spielen aber auch. Ja. Ich wollte gerade sagen, in Pokémon ist das doch genauso. Scheiße. Schlimm. Aber ganz ehrlich, das war mal das Erste, was man mit dem RPG Maker gemacht hat, irgendwie den so eine Route festlegen. Ja, klar. Oder man hat sie einfach auf random. Hast du schon das Museum angeguckt? Ja, nö. Die Fossilien sind unglaublich, oder nicht? Was ist dein Lieblingsfossil? Fossil? Oh, Pupu, 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 Marco. Oh.
mein Pummelhof singt, da bin ich immer ganz müde. Das funktioniert auch bei Menschen. Schön. Was? Was? Achso, Mount Moon. Ist das Mount Moon? Irgendwie Mr. Moon gelesen. Ich bin am Telefon. Bist du Spanner. So. Marc, was ist denn das Teaser-Deal? Tell, hier ist nur eine rote. Wow, wow, okay, man darf einfach weiterlaufen. Das ist hardcore. Welcome to Pewter City. Pewter. Oh, die wollen Geld. Nee. Wow, ist das denn für eine Jazzmusik Der Bürgermeister der Stadt in Kanto hat Hotels. Nein, nicht der Bürgermeister. Verstehe ich mir die meisten Mayor? Großen Städte. Achso, The Mayor Cities. Also, okay, sorry. Ich habe irgendwie gelesen, The Mayor of the City. Ich lese auch gerade nur so quer, weil das, was die Leute sagen, das habe ich schon in Pokémon selbst immer übersprungen. Das sind alles so unwichtige Gespräche. Manchmal kriegt man halt Shit dafür, aber an sich ist es irrelevant. In den meisten Fällen kriegst du keinen Schritt. Und dann drückst du eigentlich so lange immer Enter oder damals im Gameboy oder so immer die ganze Zeit A-Taste, bis irgendwann so ein bis Bildschirm aufploppt. Bis du sie nochmal angesprochen hast. Nee, bis irgendwann so ein Bildschirm aufploppt, wo dann steht, möchtest du das tauschen oder möchtest du ja oder nein? Ja oder nein zu was? Ja, genau das. Ja oder nein zu was? Carpador. Ich möchte das Carpador. A shady old man got me to buy his will. Okay, ich will das haben. 500! What? Kriege ich den? Ich gebe dir 500 dafür. Aber 500 war es nicht in Pokémon Rot, was du dem einen geben musstest, um das Carpador zu kriegen? Ja, genau. Ich glaube, das ist eine kleine Anspielung. Ich wollte gerade sagen, es waren noch 500. Ja. Ja, deswegen ist das ja auch Abzocke. Okay, aber wir sind anscheinend nicht so wie in den alten Spielen komplett an alles hier gebunden, weil in den alten Spielen wäre es jetzt ja so gewesen, wenn du rechts raus willst, kommt dieser Typ an und oh nein, du darfst doch nicht weitergehen. Hier ist eine Arena. Check Randomizer Setting, Set Randomizer Setting, Reshuffle Gyms, Reshuffle Wild Pokémon, Reshuffle Trainers, Set State Range. Check Randomizer Setting, Starters Off. Wild Pokémon off. Trainers off. Static Encounters off. Items off. TMs off. Okay. Du kannst halt alles auch anstellen und dann hättest du ein total unberechenbares Spiel, was dir zum Teil vielleicht voll in den Arsch prügeln würde. Also Marco, was wolltest du davon jetzt anschalten? Ja, wilde Mewtwo's. Was wäre das? Das wäre ein Reshuffle Wild Pokémon sowas. Ja. Oh Mann. Set Randomizer ist, glaube ich, oder? Was? Set Randomizer Settings, ja. Stimmt. Also Wild Pokémon. Bin ich gerade. Ja. Hätte ich Bock drauf. Type. Static Encounters Fuse Everything. What? Okay. Okay. Was heißt das? Ja, es kann natürlich sein, dass dann auch gefuste Pokémon rumrennen, ne? Oder nur gefuste Pokémon rumrennen. Ja, wäre das jetzt geiler oder nicht? Das klingt jetzt so, dass alles gefused wäre, ne? Ja. Aber ich glaube, das wäre ein. Ich weiß nicht, ob das geiler wäre. Nee, fände ich irgendwie doof. Weil dann ist es nicht mehr so dieses. Ich möchte ja schon das eigene Pokémon sehen und sagen, oh, das möchte ich mit dem oder eventuell nicht und nicht irgendwie schon ein gefusedes sehen. Ja. Ja. Static Encounter. Ah, lass erst mal so. Können ja erstmal weiterspielen, wie es ist. Ich habe jetzt Wild Pokémon aber on, dann stelle ich sie offen. Das, das können wir anlassen von mir aus. Ja. Ja, aber da ist ja nichts, dann. Ja, und dann einfach confirm. Okay, aber hat sich dann was geändert, wenn wir nichts da drin eingestellt haben? Your changes won't take effect until you reshuffle. Would you like to do it now? Ja. Yes. Which of the. Reshuffle Wild Pokémon. Ja. Da. Yes. Achso, hat er schon. Hat er scheinbar gemacht. Ja. Okay, gut, ja. Gibt keinen Indikator dafür, aber ja, hat er wohl gemacht. Das heißt, jetzt müssten draußen irgendwie so ganz andere Pokémon rumrennen. Ich gehe einfach mal hier ins Speicher. Speicher vor, ja? Speicher! Speicher! Schrie er noch, er rief es. Man weiß nicht, was dir jetzt begegnet.
Das letzte Mal, als ich einen Randomizer gespielt habe, wurde ich von einem Level 10 Rayquaza niedergeprügelt. So lächerlich ein Level 10 Rayquaza auch klingt, es hat einfach höhere Stats als alles andere. Legendaries haben ja einfach höhere Stat-Range auch von Level 1 an. Also ja. Ich glaube, das hat jetzt nichts geändert, nur weil wir es angeschaltet haben. Nee, ich glaube auch nicht. Wahrscheinlich hätte man da noch was anderes umstellen müssen. Ne? Ja. Na gut. Sagen, wir gucken uns das einfach nochmal an mit dem Randomizer und dann schauen wir mal, ob wir beim nächsten Mal da ein paar creepigere Pokémon im hohen Gras haben. Machen wir eine kleine Pause. Schaffen wir nächstes Mal auch eine Arena. Na, auf jeden Fall schaffen wir eine Arena. Mit unserer Level-Range glaube ich das nicht, aber egal. Ist halt sowieso die Frage, vielleicht leveln wir auch noch ein bisschen.